ganz herzlich willkommen in meiner Backstube. Schön, seid ihr dabei. Ich bin ja eigentlich nicht so der Oberprofi im Brotbacken. Und darum gibt es heute ein Rezept für genau so Leute wie mich. Nämlich ein wunderbares Dinkelwurzelbrot, das nicht einmal geknetet werden muss. Der Teig der wird nur gerührt. Und trotzdem wird das Brot super knusprig und total luftig. Und wenn ihr das jetzt nicht glaubt, dass das wirklich funktioniert, müsst ihr zuschauen. Das klappt nämlich wunderbar. Anfangen wir natürlich mit dem Mehl. Ich bin ein grosser Dinkelfan, darum nehme ich mittelhelles Dinkelmehl. Also halb weiss. Ganz wichtig ist, genug Salz drin tun. Ich tue immer so 3 bis 3,5 Teelöffel Salz rein. Ich habe gerne, wenn es ordentlich Geschmack drin hat. Genauso einfach geht es weiter. Ich nehme die Hefe. Die kommt in Wasser rein. Das Wasser ist auf. Das Wasser ist lauwarm, aber ganz ins Gesicht hineingespritzt. So. Und zu der Hefe kommen jetzt noch 1,5 Teelöffel Zucker. Gut verrühren, bis wirklich keine Stückchen mehr zu sehen sind. Die ganze Flüssigkeit in einen Gutsch reinleeren. Und jetzt fällt die ganze Hexerei an, die eben eigentlich überhaupt keine Hexerei ist. Es wird gerührt. Ich mache es am liebsten mit einer Holzkelle. Am Anfang könnte man vielleicht meinen, dass es zu wenig Wasser ist für die Menge Mehl, aber habt nur ein bisschen Geduld. Je mehr also die rühren und den Teig ein bisschen quälen, wie ich das auch nenne, das tut ihm gut und da kommt auch ein bisschen Luft dazu. Je länger also das macht, desto mehr arbeitet sich das Mehl ein und der Teig hat dann so eine kleine fludderige Konsistenz. Der ist noch recht weich, das ist perfekt so. Das soll genau so sein. Der Teig bedecken und bei Zimmertemperatur 2,5 Stunden gehen. Damit wir nicht 2,5 Stunden warten müssen, habe ich hier schon einen Teig vorbereitet. Ich zeige euch mal, wie es hier aussieht. Der ist so richtig wabbelig. Der ist perfekt so und ihr seht ganz viele Löcher drin. Ganz wichtig ist jetzt, dass man den Tisch dick tut, bemalen, die Arbeitsfläche. Das war fast ein bisschen viel. So, aber so viel darf es schon haben. Jetzt kommt wirklich der ganze Teigklumpen auf einmal auf das Mehl drauf. Probieren, dass man die Struktur nicht kaputt macht vom Teig, sondern wirklich nur außen nachher in den Weg schafft, damit möglichst viel Luft drin bleibt. Den Teig oben ein bisschen bemehlen. Ganz vorsichtig hin und her wiegen. Ihr seht, ich hätte sogar noch ein bisschen mehr Mehl drauf tun. Das Ziel ist einfach, dass die Luft im Teig innen bleibt. So schön fein, fast wie ein Babyfüdchen. Den Teig teile ich jetzt in zwei etwa gleich grosse Stücke. Die kommen jetzt aufs Blech und werden ganz vorsichtig, eben auch damit die Luft möglichst wenig entweicht, eingetragen. Der Ofen habe ich bereits auf 240 Grad vorgeheizt und die Babys kommen jetzt in die Ofenmitte und werden etwa 27 bis 29 Minuten gebacken. So, der Moment der Wahrheit ist da. Die Brot sind etwa 30 Minuten ausgekühlt, sie sind noch ein bisschen lauwarm und jetzt schauen wir mal, ob sie wirklich so knusprig waren, wie ich das versprochen habe. Wow, super ist es gekommen. Genau so wollte ich es. Ihr seht die Löcher drin, die Kruste die ist knusprig und natürlich schmeckt das Brot am allerbesten lauwarm oder noch am gleichen Tag. Die könnt ihr aber am nächsten Tag noch essen oder die könnt auch eins von den beiden Brot eingefrieren und dann irgendwann im Ofen wieder aufbacken, wenn ihr Lust drauf habt. So, das wäre es gewesen. Falls ihr das Brot einmal noch backt, dann lasst uns unbedingt einen Kommentar da, wie es geklappt hat. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Tschüss!